Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips, und heute geht's weiter mit unserem Max Mustermann in der FIFA 15 Spielerkarriere. Und das Spiel gegen Southampton steht an. Wir sind punktgleich mit Southampton in der Europa League. Läuft ganz gut, denke ich. So viel sollte ja hier eigentlich nicht mehr schief gehen. Ich denke, wenn wir noch einen Dreier holen, dann sind wir auf jeden Fall schon fast durch. Dann sollte uns da nichts mehr passieren. Ich würde sagen, wir starten gleich rein. Machen hier keinen großen Traram drumrum heute mal. Und wir spielen in unseren Standard-Trikots gegen die roten Trikots von Southampton. Wir sind in einer großartigen Form, habe ich vorhin gelesen. Huntelaar ist ebenfalls gut in Form, hat wahrscheinlich in den letzten Spielen, wo wir verletzt waren, getroffen, denke ich. Beziehungsweise bin mir gar nicht so sicher. Wir haben ja die Spiele uns auch angeguckt, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, sagen wir es mal so. Und dann geht's jetzt hier los. Wir spielen zu Hause in der Felddienst-Arena mit dem FC Schalke 04 gegen Southampton FC. Da stehen die Jungs auf dem Platz. Und ein italienischer Schiri. Mal gucken, ob der vernünftig pfeift hier. Ich hoffe es. So, wir hatten uns vorgenommen, uns ein bisschen mehr auf Grätschen zu konzentrieren, damit wir in der Defensive vielleicht ein bisschen stärker wären und dann vielleicht ein paar Schüsse von außen und so ein paar Tricks vielleicht mal machen, dass wir unsere Dings mal ein bisschen verbessern. Unsere Stärke. Wir haben aktuell eine 80, was auf jeden Fall schon mal ganz gut ist. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Da geht noch einiges. Wir sind 22 Jahre alt. Ich hatte mal nachgeguckt. Da war ich mir in der letzten Folge gar nicht mehr so sicher. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, hier zum wirklichen Topstar noch zu werden. Vielleicht wechseln wir auch noch mal irgendwann in so einen richtig großen Verein. In so einen richtigen Kracherverein. Da hätte ich auf jeden Fall noch mal Bock drauf. So später zum Abschluss der Karriere. Schalke ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Kann man natürlich nichts sagen. Nicht, dass jetzt hier die Schalke-Fans da irgendwie beleidigt sind. So, kommen wir da ran. Kommen wir ran. Ja, das war ein schlechter Pass. Der war da ziemlich unter Bedrängnis. Hätte ich vielleicht nicht abspielen sollen. Hätte ich vielleicht auch einfach mal schießen sollen. Ich hatte den auf dem guten Fuß. Weiß aber nicht so genau, ob da vielleicht noch ein Mann dazwischen war. Kann natürlich gut sein. Hier unten läuft einer. Wir müssen zustellen ein bisschen. Da mal die Grätsche, aber kam natürlich nicht so ganz optimal jetzt. Weltklasse ist das natürlich auch schwer zu grätschen, weil die da immer relativ flott sind. So, das war mal eine Grätsche, aber können wir auch nicht kontrollieren. Schade. Kommen wir da ran? Ja, da kommen wir ran. Aber immer noch im Ballbesitz. Haben wir Pech da mit den Abklatschern gerade. Oh ja, der kommt gut durch und da wird Vorteil angezeigt. Das heißt, es gibt eventuell noch den Freistoß. Nee, haben wir Glück gehabt. Das Spiel, die will ich natürlich richtig gerne gewinnen. Dann haben wir 9 Punkte in der Europa League. Das wäre natürlich richtig wichtig. Dann stecken wir mal durch auf Huntelaar. Kommt er dran? Kommt dran. Gut gemacht. Ist ja auch in guter Form. Hatten wir ja gesehen am Anfang. Ich hoffe, dass sich das hier noch bemerkbar macht. Okay, der wird da ziemlich hart angegangen. Da mit 3 Leuten auf einen. Wenn er es da gut macht, dann haben wir auf jeden Fall richtig Platz und die 3 da irgendwie stehen lässt. Hier jetzt der Abschlag von Southampton, geht ziemlich weit bis über die Mittellinie. Das heißt, es ist gut stehen. Ja, kommen wir da hin? Fast. Ah, jetzt spielen sie sich hier wieder den Ball zu und Ballbesitz ohne Ende. Kommst du nicht ran? Ist immer schwierig. Eigentlich nichts anderes machen, als hier einfach versuchen, gut zu stehen, Räume eng machen und dann im richtigen Moment draufgehen und dann vielleicht den Ball gewinnen und den Konter ansetzen. Das läuft doch hier gerade ganz gut. Ja, oh, der war schlecht gespielt, genau in den Rücken. Habe ich auch nicht angefordert, hat er von sich aus gespielt. Nun gut. Das heißt, wieder draufgehen und da kommt die erste Torschance von Southampton in der 28. Minute. Ja, und Fährmann mit dem Abstoß. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass er den nicht präzise aufs Tor bringen konnte und dann ihn so ein bisschen daneben haut. Weiter Abstoß zu Huntelaar. Huntelaar kommt ran mit dem Kopf. Fafan jetzt geht auf den Flügel. Ich biete mich hier an, ich stehe ganz gut. Spiele ihn nochmal zurück. So, Huntelaar schießt und oh, gar nicht schlecht. Bisschen zu hoch. Bisschen zu weit. Unsere erste Möglichkeit. Also in dieser Partie in der 31. Minute.
95% Passquote und Southampton mit 100%. Sprich, die Jungs haben noch keinen Fehlpass gemacht. Da komme ich doch hin. Ja, da bin ich dran. Das war gut. Spiel mal zurück. Okay, wen nehmen wir noch mit? Machen das Spiel mal langsam. Da wird abgepfiffen. Da wurde wohl jemand von den Beinen geholt. Das nächste Spiel ist gegen Wolfsburg am 22. Oktober im Waldstadion. Kommen wir da ran? Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Genau, wir sollten uns nicht so verausgaben. 50% unserer Ausdauer am Ende des Spiels sollten wir noch haben. Das gab es auch noch. Haben wir es zweimal geschafft? Schauen wir mal, ob wir das vielleicht nochmal hinkriegen. Da gab es dann nämlich den nächsten Ausdauerpunkt für, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, der kommt gut. Der kam schlecht. Schlechter Pass von mir. Helf mal hinten ein bisschen mit aus. Geh da mal drauf. Den haben wir. Gut. Jetzt das Spiel wieder aufbauen. Stehen recht gut, da habe ich das Gefühl. 10 Mann hinterm Ball. Nur der Stürmer ist noch davor. Jetzt ist der Stürmer auch mit hinterm Ball. Das heißt, sie stehen sehr defensiv gerade. Huntelaar. Neustädter war es. Und Fafanda mit dem Schuss aufs Tor. Leider daneben. Zweite, wenn nicht dritte, große Chance von uns hier. Und da war auf jeden Fall was drin gewesen eben. Jetzt geht da mal drauf, Jungs. Ja, hab das Gefühl, die stehen wirklich sehr defensiv. Es wird schwer, da ein Tor zu machen. Ja, schön gemacht von Höger. Konnte den Ball leider im Nachgang nicht kontrollieren. Sprich, Einwurf für Southampton jetzt. Gados jetzt am Ball. Okay, hier ist relativ viel Platz. Und da hat er mich ausgetanzt. Da gibt es das Foul. Freistoß für uns. 45. Minute, sprich gleich Halbzeit. Ich denke, nach dem Freistoß wird hier wahrscheinlich abgepfiffen werden. Und der Freistoß war sehr schlecht ausgeführt. Zum Glück wird da jetzt abgepfiffen. Schauen wir mal rein hier. Irgendwo kann man noch hier, glaube ich, diese... Ah, da habe ich es. Das habe ich ja immer gesucht gehabt, hier die Statistik. Wie sieht's aus? Ja, sehr ausgeglichenes Spiel. 0:0 Tore, 2:2 Torschüsse, Schüsse aufs Tor 0:0 und Ballbesitz 51:49. Das heißt, wir sind in den Zweikämpfen auf jeden Fall noch einen Ticken besser. Und im Ballbesitz ein bisschen schlechter. Also sehr ausgeglichenes Spiel hier. Schauen an, wie die Partie geht. Unentschieden wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Sind ja aktuell punktgleich mit denen und sogar von der Tordifferenz her gleich. Da habe ich mal die Grätsche angesetzt, aber ein Ticken zu spät. Wie gesagt, auf Weltklasse ist es ziemlich schwer, finde ich, mit Grätschen zu arbeiten. Weil die immer ein Stück schneller sind als man selbst irgendwie. Matip jetzt mit dem Ballgewinn. Steht da goldrichtig. Biet mich hier mal an. Versucht das Spiel von hinten aufzubauen. Dann nehmen wir den guten Neustädter noch mit. Hier bin ich wieder. So, verfahren jetzt. Vielleicht mal ein bisschen schneller machen. Immer noch mal her. Zurückgespielt. Da unten ist Platz auf jeden Fall. Choupo-Moting, ich versuch's mal über die Außen. Den nehmen wir mit. Gehen nach innen. Und werden von den Beinen geholt und holen den Elfmeter raus. Großartig. Großartig gemacht. Und da habe ich sogar mal den Trick angesetzt. Ich bin mal gespannt, ob mir das gut geschrieben wird. Denn das wäre auf jeden Fall eine Option, wie man natürlich die Tricks hier rausholen kann. Den habe ich mittlerweile relativ gut drauf, sage ich. Würde ich mal so von mir behaupten, diesen nach innen gezogenen, ich weiß gar nicht, wie der Bärbar-Spin heißt jetzt, glaube ich. Ich bin mir da gar nicht sicher, wie die ganzen Dinger alle heißen. Die mache ich ganz gerne, wenn man den Flügel runterläuft, dann einfach diesen Spin nach innen. Klappt meistens ganz gut. Huntelaar wird schießen. Schauen wir mal, ob er den unterbringt. Boah, und er zieht den natürlich weit übers Tor. Das war unnötig. Das war unnötig. So eine schöne Chance rausgeholt und Huntelaar versemmelt sie. Mann, 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 Mann. So, jetzt schauen wir mal hier. Okay, müssen uns hier irgendwo anbieten. Komm, mach mal schnell nach vorne, genau. So geht's. Kommen wir nach innen.
Kommen wir nach innen. Schieß einfach mal. Und da war natürlich einer davor noch. Höger jetzt mit dem Schuss und wird abgeblockt vom Verteidiger. Müsste Ecke geben. Und gibt die Ecke. Ich sag mal, dass ich ihn haben will. Schauen wir mal, ob wir ihn kriegen. Oder komm, mach ihn kurz. Mach ihn kurz. Ja. Ich denn durchgesteckt da irgendwie? Ah, werden wir von den Beinen geholt, wollte ich gerade sagen. Da wird uns der Ball vom Fuß getrennt. Und ja, jetzt haben wir natürlich den Konter da. Schauen wir mal, ob wir ihn da unterbunden kriegen. Ich glaube, wir machen eigentlich ein ganz gutes Spiel bisher. Habe ich so zumindest das Gefühl. Dürfen uns jetzt natürlich keinen einfangen. Das wäre natürlich jetzt bitter. Zwei Jungs da unten und die kriegen den Ball da nicht. Das ist auch echt bitter. Jetzt verfahren, jetzt haben wir die Konterchance und ich stehe wieder einen Tick zu weit hinten. Gibt wieder schlechte Stellungsspiel, bin ich mir ziemlich sicher. Huntelaar ist nicht schnell genug. War auch ein schlechter Pass, hätte ich vielleicht langsamer machen sollen. Ja, schöne Balleroberung von Sam da. Da wollte ich eigentlich so nicht spielen. Ich wollte ihn unten auf den Flügel bringen zu Sam. Da wäre, glaube ich, ein Raum gewesen. Bin ich zu spät? Vielleicht nochmal. Ja, den habe ich. Großartige Balleroberung hier. Gib nochmal ab. Oh, aber doch nicht so. Mensch. So, jetzt Reed versucht es hier. Und ja, jetzt machen sie das Spiel wieder langsam. Sie versuchen es aufzubauen. Versuchen es gerade nicht über die Konter, habe ich das Gefühl. Ah, das gibt einen Foul. Da habe ich den ein bisschen zu spät umgerannt. Könnte sogar eine gelbe Karte geben, weil da der Ball schon meilenweit weg war. Jetzt kommt hier das Flügelspiel. Bringt er die Flanke. Uchida klärt. Gut gemacht. Guter Mann da auf der rechten Seite. Neustädter wird ausgewechselt und Boateng kommt. Der gute Kevin Prince Boateng. Den Sam nehmen wir mit. Spielt ihn runter auf den Flügel. Ah, den haben wir. Kommen wir da mal durch? Nee. Wäre die Lücke gewesen. Aber schade, dass wir da den Ball verloren haben. Grätsche kam zu spät. Jetzt werde ich mal nach hinten traben. Nicht so viel Ausdauer verbrauchen. Wir haben schon wieder viel zu viel verbraucht. Da über 50%. Man sieht es unten rechts. Das heißt, ich bin da ein bisschen zu forsch noch. Das kriege ich noch nicht so gut hin. Aber vielleicht gelingt mir das nochmal. Zwei Spiele haben wir das ja schon mal geschafft. Man will natürlich auch seiner Mannschaft helfen, ne? Das ist natürlich auch immer so eine Sache. So, jetzt geht's nochmal über den Flügel. Osvaldo. Ja, Verfan ist da. Oh, und ich grätsch da vorbei. Jetzt haben sie natürlich Platz da ein bisschen. Ich bleib mal ein bisschen weiter vorne. Vielleicht können wir nochmal kontern. Stell den einen Spieler da noch zu. Ja, jetzt haben wir Raum. Okay, ich gehe. Huntelaar, komm, du musst nochmal abspielen. So wird das nichts. Zurück auf Höger. Okay, der kommt zu weit. Kopfball. Und abseits. Aber ich kriege oben wenigstens das Kopfballduell gut geschehen. Das war natürlich glücklich. Afdijai kommt für Höger. Das heißt, die offensive Variante, wenn ich mich nicht irre. Sprich, wir müssten jetzt eigentlich mit zwei Stürmern sogar spielen. Oh, das war, da wurde ich von hinten abgelaufen. Das wollte ich so nicht. Spieler habe ich einen Ticken zu spät gesehen. Ich dachte, ich habe da mehr Platz, mehr Raum. Oh ja, schön gemacht. Hier mit einem Hacketrick und was ist das jetzt? Freistoß, ja super. Nur weil ich über seine Beine gestolpert bin, kriegt er jetzt einen Freistoß oder was? Na gut, was willst du machen? Kommt der Ball hoch? Flanke. Verfand klärt. Tadic. Oder Tadic. Uchida ist wieder da, macht gutes Spiel. Und das ist der Schlusspfiff, das heißt, das Spiel geht unentschieden aus. Und ja, damit müssten wir wieder punktgleich sein. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel von Vitesse gegen die anderen, FC Lyon, war der andere Verein bei uns in der Gruppe, wie das Spiel ausgegangen ist. Schauen wir mal hier rein. Wir haben zwei Schüsse aufs Tor gebracht und 88% Passquote. Ich denke, das sind so die wichtigsten Dinge.
5 gewonnene Zweikämpfe, das lässt sich doch auf jeden Fall auch mal sehen. Okay, schauen wir mal hier das Spiel. Ich denke, wir waren vorne am Ende. Ja, 3 Schüsse aufs Tor. Wir haben sogar einen Elfmeter gehabt, den Huntelaar verballert hat, ne? Den hätte ich natürlich lieber selbst geschossen, dann hätte man sich über mich aufregen können. Aber nun gut, was willst du machen? 6 Schüsse, also ich denke, wir liegen hier meilenweit vorne eigentlich. Die haben 2 Schüsse zwar gemacht, aber keinen aufs Tor gebracht. Ein bisschen mehr Ballbesitz, klar, die spielen immer diesen Tiki-Taka-Style. Die KI auf Weltklasse ist also irgendwie, ja, kann man irgendwie nichts gegen machen, habe ich das Gefühl. Und dann geht's hier mal weiter. Als nächstes geht's dann gegen Wolfsburg. Wir werden in der Mannschaft nicht berücksichtigt. Ich denke, wir sind zu ausgepowert. Wollen wir mal schauen. Wolfsburg tritt an mit dem 4-2-3-1, wie die meisten Mannschaften irgendwie in der Bundesliga, habe ich das Gefühl. Wir spielen ja das gleiche System, also nichts Verwerfliches. So, jetzt 15. Minute, 14. Luis Gustavo mit dem ersten Tor. Das heißt, wir liegen 1-0 hinten. Da gibt's die gelbe Karte für Perisic. Gleiches Halbzeit. Gibt es noch ein Tor davor? Nee, gibt kein Tor. Da wird ein bisschen gewechselt. Meier geht raus, Boateng kommt rein, Goretzka geht raus, Obasi kommt rein. Wolfsburg schießt den zweiten Treffer. Perisic, Choupo-Moting den Anschlusstreffer, beziehungsweise erst den Ausgleich. Und Luis Gustavo macht den Siegtreffer, macht das Ding komplett mit 3-1. Geht das Spiel also an Wolfsburg. Und weiter geht's. Ah, genau, wir wurden wahrscheinlich hier für diese Partie geschont, denke ich mal. Genau, da stehen wir nämlich in der Startformation gegen Stuttgart. Ah, Runde 2 im Pokal. Okay, ich wollte allerdings ganz gerne nochmal die richtige Tabelle ganz gerne sehen. Champions Cup, Europa. Ah ja, genau, das hat mich auch interessiert. Okay, Vitesse hat also gewonnen gegen FC Sion. Und wir haben 7 Punkte. Ich denke, da dürfte nicht mehr so viel passieren. Da sind wir fast durch. Und Bundesliga-Tabelle sieht natürlich nicht ganz so schick aus. Wolfsburg ist Platz 1, gegen die haben wir gerade verloren. Bayern auf 2, Dortmund auf 4, Leverkusen auf 3. Und wir sind auf Platz 7. Müssen da noch ein bisschen hochkommen, dass wir auf jeden Fall wieder in die Europa-League-Ränge kommen. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig. So, und ja, das nächste Spiel also gegen Stuttgart. Ist ein Pokalspiel. Auch nicht ganz so unwichtig. Auch nicht ganz so unwichtig. Ja gut, das gibt's dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.